des Lagers. Sonst noch was? Einschusslöcher. Eintrittsöffnung. Okay. Nichts kommt an mir vorbei. Rai, hörst du das? Klingt wie ein Krieg. Wer ist der Nächste? Willst du auch eine? Kommt und holt euch eine Abreibung, ihr fünf Kerle. Kritisch, na ja, toll. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, das war gecheatet. Es sind alle etwas mitgenommen, aber am Leben. An Wraith ist nichts vorbeigekommen. Ihr geht's gut. Verdammt richtig. Gut, sehr gut, meine Liebe. Sentinels sind unterwegs. Schön, dass du es geschafft hast. Ich hatte schon Krämpfe im Abzugsfinger. Na, guck mal. Sei vorsichtig, Freelancer. Mission endet in ein paar Sekunden und ich will hier noch weiter gucken. Gut, ich habe sie gerettet. Ich bin der Held mal wieder. Dann gib mir das Geld und dann gehe ich nach Hause. Und die Anerkennung natürlich. Wer arbeitet schon für Geld? Expedition abgeschlossen. Yeah. So. Spielstil-Medaille. Habe ich so viel geschafft? Ja, danke schön. Allianzbonus hinzugefügt, das ist schön. Kommen wir doch zu den Freischaltungen. Yes. Schmiede wurde ein neuer Slot freigeschaltet. Komponentenslot. Und jetzt noch ein bisschen Bonuspunkte. Oder ich sehe ja nicht, ob ich die habe ich die jetzt alle geschafft oder nicht. Egal. Präzisionsgewehr. Ungewöhnlich. LMG ungewöhnlich. Amboss. Na. Projektor, gewöhnlich. Was behalte ich noch? Schockkolben, gewöhnlich, Schaltkreise. Passt. Der kann direkt weg. Den hebe ich mir noch auf. Expedition Menden. Fort Transit. Spiele eine weitere Mission. Personaler Store. Ich möchte eine weitere Mission spielen, bitte. Um eine Mission, Festung oder ein weiteres Spiel zu beginnen, wähle eins der Symbole, ja. Zurück. Die
Geh doch mal zurück. Und noch einen zurück. Und gehe wieder in Fortasis. Ich dachte, ich könnte jetzt direkt noch die nächste Mission machen, die ich noch offen habe, aber puh. Vielleicht habe ich sie auch abgeschlossen. Mit dem Sammeln meine ich. Das werde ich gleich sehen, wenn ich wieder in der Hauptbasis bin und mich dort bejubeln lasse. In wenigen Sekunden geht's los. Ja. Aber danke, Frieda, dass ihr freigeschaltet. Ich gehe jetzt erstens mal in meine Schmiede, bevor ich das vergesse. Ja. Und alles für meinen Lieblingsfreelancer. Werde die gnadenlos eintauschen gegen die noch gnadenloser. Nein, die hier. Waschlerkammer. Dann kann ich nämlich die gnadenlos verliehen. Und hier kann ich den Schockkolben auswählen. Und dann kann ich hier Komponente einfügen, weil ich habe jetzt eine. Ah, guck mal. Elektrisch erweiterte Schaltkreise. Rüstungsverstärkung, Schildverstärkung. Auch Rüstungsverstärkung. Oh, das ist noch besser. Wärmeregulator. Da bei der Auswahl. Nehme ich den. Und die beiden können weg. Erhöht den Feuerschaden, Makroschaden. Ja, egal. Da brauche ich noch höhere Level für. Dann war es das mit meiner Schmiede. Und ich gehe mal gucken, wer mir jetzt sagt, alles sagt, ich bin der Beste und der Coolste und wer mein Freund sein will. Hallo Prospero. Ich weiß, dass du gute Neuigkeiten hast. Aber so viel Ember, wie du brauchst. Genau das wollte ich hören. Also gut, an die Arbeit. Feuern wir die Schmiede an. Es wird Zeit, dass die ganzen Javelins hier die liebevolle Pflege bekommen, die sie verdienen. Geh rüber zur Schmiede, um mit der Herstellung zu beginnen. Aber denk dran, wenn du Eindruck machen willst, vielleicht den Javelin mit einer Schicht aus Schmerz und Donner versehen, wende dich an mich. Du bist also der Händler des Donners, ja? Hey, die besten Freelancer treten immer mit einem Donnerschlag auf. Ja, aber sowas bevor von... sie das können, kaufen sie ihn bei mir. Lass von dir hören. Danke. Gib mir Geld. Neue Herstellung. Schneide Schmiederezepte frei, indem du Herausforderungen abschließt. In der Schmiede kannst du Ausrüstungswaffen anfertigen, wenn du die Welt nicht finden kannst. Jawohl. Huch. Eins zu weit gedrückt. So, und ich kann jetzt hier Angebote laden. Interessiert mich aber erstmal nicht. Was will er hier? Ach, siehst du es. Owen war hier. Ich soll dir sagen, dass er dich sehen will. Ja. Ich muss mal erst mal gucken, was ich hier schmieden kann. Ja, danke. Was steht heute auf dem Plan? Ich werde mal nach einer Waffe herstellen gucken. Herstellungsanleitung. Solche Leertaste, um ein Objekt herzustellen, sofern du im Bauplan oder verbleibende Materialien besitzt. Baupläne lassen sich durch Abschließen bestimmte Herausforderungen freischalten. Materialien findest du beim Ernten und Verwerten anderer Objekte. Du kannst sie aber auch mit Geld kaufen. Rache, Verfechter. Ungewehr. Qualität gewöhnlich. Okay, dann nicht. Schauen wir uns das demnächst nochmal an. Owen wollte was. Hier kann ich auch Geld ausgeben. Mr. Perndl, sein Ersatz wird garantiert jemanden das Leben kosten. Ich gehe in den Keller, weil ich glaube, da ist Owen.
Und danach verspreche ich mit Mademoiselle. Schmerzlos. Hey, ich habe hier die neuesten Berichte, falls du Interesse hast. Nicht wirklich. Du siehst mir ein bisschen zu sehr aus wie der eine Dude bei Dr. Who, der mit allen geschlafen hat. Hey. Oh, hallo auch. Hast du etwas Zeit? Was für eine Frage. Für dich immer. Du bist schließlich mein Lieblingslancer. Bin ich das? Oder bin ich vielleicht dein einziger Lancer? Ja, meistens. Aber hin und wieder nehme ich auch extra Aufträge an. Ich muss ja schließlich meine Brötchen verdienen. Ja. Ich bin gern offen für neue Gelegenheiten. Das geht doch klar, oder? Solange es für alle gilt? Natürlich, ich bin kein Unmensch. Wir kriegen alle Hunger, selbst ich. Absolut. Das weiß ich zu schätzen, mein Freund. Jedenfalls finde ich, dass wir ein besonders gutes Team sind. Meinst du nicht? Was ist los, Owen? Suchst du Bestätigung? Was? Nein. Wechseln wir das Thema. Jetzt, wo Corvus Interesse hat, sieht die Lage schon besser aus. Wie wir diesen Matthias gerettet haben, das war fast so schlimm wie das Gar-Albtraum bei unserem ersten Auftrag. Das war absolut verrückt. 10-mal so schlimm. Ich war erst ein paar Wochen in Tarsis und finde mich in einem Team wieder mit dem Lancer, der das Herz des Zorns überlebt hat. Ich war echt heilfroh. Endlich ging es aufwärts mit diesem armen, eigenwilligen Krypta. Was meinst du mit arm und eigenwillig? Ach, nachdem ich die Satomi verlassen hatte, war ich etwas ziellos. Hatte einen Job auf dem Läufer, streifte durch Antium. Du hast sicher schon gemerkt, dass ich mich schnell langweile. Absolut, ich mich auch. Das verstehe ich. Ich brauche eine Herausforderung. Genau deshalb sind wir so ein gutes Team. Wir sind beide wild auf Abenteuer. Ohne Gesetze zu brechen. Nicht zu viele jedenfalls. Und ohne abzukürzen. Ja. Aber manchmal macht es schon Spaß, die Grenzen auszureizen. Owen, ist es wahr, was die Leute sagen? Dass jeder Krypta ein bisschen kaputt ist? Wo wir gerade schon ein ehrliches Gespräch führen, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit zu fragen. Suchst du die Ursache für meine Unsicherheit? Da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Nein, nein, nein. Wissen ist Macht, habe ich recht? Also gut. Ja, jeder Krypta ist ein bisschen kaputt. Oder auch ziemlich kaputt. Die Fähigkeit, eine Verbindung zu anderen aufzubauen, kann man sich nur unter Verlust von etwas anderem aneignen. Was man verliert, variiert. Oft ist es etwas Belangloses, aber manchmal lässt es einen funktionsunfähig zurück. Also, tot? Hä? Nein, nie tot. Es scheint gut zu gehen. Du scheinst es gut überstanden zu haben. Und du bist ein großartiger Krypta. Danke. Und wenn ich erstmal auch mein eigener Lancer bin, dann werden alle sehen, wie unglaublich umwerfend ich bin. Warum versuchst du nicht einfach ein noch besserer Krypta zu werden? Weil ich mich... wir uns... Langweilen. Langweilen. Darüber hinaus gibt es genug Level so und so Krypta. Was ist daran schon toll? Sollte ich fragen, wie es läuft? Der Unterricht? Nun, eigentlich ist es nur ein Buch, aber ich häng mich rein. Sieht aus, als wäre ich ein Naturtalent. Du weißt, dass ich Jahre gebraucht habe, oder? Ja, klar, aber ich bin nicht du. Egal. Okay, schön, dass wir Freunde sind. Du bist ein interessanter Mensch. Danke. Aber eine gut gemeinte Warnung. Komm mir besser nicht zu nah. Ich mach nur Spaß. Ja, gut. Du weißt ja, ich kann mit schnulzigem Gerede nichts anfangen. Jetzt mal im Ernst. Das bedeutet mir viel. Der Krypta, der fliegen wollte. Gut. Ah, sehr gute Arbeit da draußen mit den Arkanisten. Die Leute möchten glauben, dass die Freelancer ihnen den Rücken frei halten. Nach Freimark war dieser Glaube erschüttert. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wie geht es Freelancer Rife? Gut. Sie hat einen Wahnsinnskampf geliefert. Natürlich. Sie weiß, dass ich sauer wäre, von ihrer letzten Tat zu hören. Ja. Aber mein junger Freund, sie lebt. Das gibt eine verdammt gute Geschichte ab. Ja. Die Leute werden davon hören. Glaubst du, das wird hier etwas helfen? Oh ja. Freelancer Rife erholt sich unten bei der Schmiede, falls du nach ihr sehen willst. Ich halte die Augen nach Aufträgen offen. Keine Angst. Ja, wunderbar. Schön, dich zu sehen, Freelancer. Auftrag. Schon wieder da? Gut.
Ich habe Aufträge für dich. Wir müssen da rausgehen und gute Arbeit leisten, um die Leute hier wieder von uns zu überzeugen. Sie müssen daran erinnert werden, dass sie auf uns zählen können. Verstanden. Freelancer sind der Punkt, dem wir leben außerhalb der Mauern. Für Bürger, die viel reisen, handeln und draußen. Ich finde, es ist jetzt auch das Einzige, was zwischen ihnen und einem unglücklichen Schicksal steht. Angenommen. Was guckst du da? Habe ich hier noch jemanden, der mir... Hey, läuft gut da draußen. Ja, finde ich auch. Immer diese fliegenden Händler, die fliegen können. Und Ursula von der Front. Was soll denn heute sein? Heute mit mir sprechen. Hi. Ich habe noch einen Auftrag für Sie. Ich fühle mich Wunderbar. Geschmeichelt, aber ich weiß immer noch nicht richtig, wer Sie sind. Alte Gewohnheit. Ich arbeite für Corvus. Eine Spionin. Meine Aufgabe ist es, ein Auge auf Bedrohungen für Fort Tarsis zu haben. Ich habe eine Agentin unter den Regulatoren, einer Gruppe Schmuggler. Sie hält das wirklich gefährliche Zeug von den falschen Käufern fern. Aber in ihrem letzten Bericht stand, dass fremde Agenten in unser Gebiet eingedrungen sind. Wer sind sie? Wie ich vorhin schon sagte, ich wette, es ist das Dominion. Was bedeutet, dass wir Ärger bekommen? Gewaltigen Ärger, wenn sie recht behalten. Ich glaube, Ärger entspricht ihrer Vorstellung von Spaß. Zunächst sollten Sie sich mit meiner Agentin in einem Regulatorenlager treffen. Hier, finden Sie heraus, was sie sonst noch weiß. Und dann sehen wir weiter. Wir werden es erledigen. Tassin will, dass du dich mit ihrer Agentin triffst, die sich aktuell bei der Regulatoren befindet. Sie hat dir die Position des Ranger-Lagers gegeben, dich aber vor einer möglichen Dominion-Präsenz gewarnt. Regulatoren. Gruppe organisierter Krimineller, die sich auf Schmuggel, Glücksspiel, Diebstahl, Wucher und andere illegalen Gebiete spezialisiert hat. Der Läuferfahrt nach Freimarkt beginnt in Fort Tarsis, führt an Arath und dem Schwarzufer vorbei hinauf nach Schattenmark. Ich kann einfach nicht anders und muss das annehmen. Und du? Was soll's denn heute sein? Ich sag nichts. Ich muss einfach nochmal reingehen und. Ja. Alles Wesentliche läuft rund. Sonst noch was? Ja, ich könnte herstellen und so ein nicht noch irgendwie ein gnadenlos bauen. Ich kann die Rarität nicht verändern. Okay, ich mache einfach mal. Meine erste Waffe, die ich gebaut habe. Die gnadenlos. Gewöhnlich, aber mit Power. Gut. Nee, nicht im Herstellen-Modus, oder? Egal. Einfach mal machen. Jetzt kann ich nichts mehr herstellen. Gut. Ich wollte einfach das einfach nur mal gemacht haben. Welche Mission nehme ich mir denn jetzt vor? Invasion? Mit der Agentin treffen. Schutzpflicht.
Ich wäre erstmal für Schutzpflicht. Erfolgt, okay. Na dann wollen wir mal Schutzpflicht machen. Und dann die Agenten. Immer noch privat, das ist gut. Und ab dafür. Dann trinke ich noch einen Schluck. Und sehe einen Saurian. Sie glitten wie ein farbenfroher Fluss über den Feldweg und änderten immer wieder die Richtung. Da stets mit einem klaren Ziel vor Augen. Ich packte meinen Sohn fest am Arm, damit er den farbenkräftigen Kreaturen nicht entgegenlief, um sie zu begrüßen. Er sah die blutigen Fußspuren nicht, die sie zurückließen. Ja, hübsch und gefährlich, mit zwei verschiedenen Augenfarben, wenn ich das richtig sehe. Beißen sie zu und hinterlassen Blut. Weil das Blut halt spritzt. Die Schüssel. Bereit, Garrow. Wo muss ich hin? Hier leuchtet was. Ein paar Arkanisten brauchen unsere Hilfe. Sieht nicht gut aus. Ich untersuche das. Hallo. Eine Herausforderung abgeschlossen, dadurch, dass ich was aufgesammelt habe. Nehme ich natürlich gerne mit. Wie, ich kann nur eine Woche Englisch. Okay. Was haben wir? Okay, klären wir das. Alles klar. Wenn du sagst, wo bin ich unterwegs, ja? Da unten. Ich muss nicht alles wegschießen, was bedrohlich Marker hat. Schon dabei.
Schwachpunktspezialist, ja, Kopf geschossen, danke. Da, wo der Zeiger ist, halt, ja? Also, Vorräte können von den Sentinels abgeholt werden. Das sollte reichen. Du bist fertig. Wunderbar. Okay, aber es gibt heute noch mehr zu tun. Wie immer. Ja. Wir haben gehört, dass ein Freelancer Probleme hat. Hilf ihm aus der Patsche. Alles klar, bin unterwegs. Ich will einmal hier oben drauf sein, okay?